Hallo Freunde, willkommen zurück in Valladilen. Ach, ihr habt mich Dahin mit. muss ich nicht. Du musst nicht da. Achso, ich muss erst mal gucken, wo ich hin muss. Ihr habt mich mit euren Kommentaren unter dem Piloten so neugierig auf das Spiel gemacht, dass ich jetzt einfach mal noch eine Runde weiterspiele. Das kostet ja nichts, ne? Außer ein bisschen Zeit und ich habe wahrscheinlich auch noch Spaß dran. Die meisten von euch schwärmen ja von diesem Spiel geradezu als eines der besten Adventure Point and Click of all times. Da muss ich natürlich mal gucken, ob das auch so ist. Und ihr habt auch ordentlich gewotet, muss ich sagen. Ich glaube, 9 Kommentare, 17 Daumen nach oben. Also es ist mächtig. Der liebe Feuerbart sagte mir, ich habe hier wohl was vergessen auf dem Tisch, wo der Junge gesessen hat. Momo hieß er, glaube ich. Ne? Da gucken wir mal. Ja, guck mal, da und da. Und hier sind Zahnräder eingraviert in die Tischplatte. Kann ich da gleich vielleicht. Nee, kann ich nicht. Aber egal, ich habe jetzt die Zahnräder. Und vielleicht war das jetzt ein Trigger für irgendwas, was wir jetzt machen können. Es regnet doch wie verrückt. Okay, vielleicht nochmal mit ihm reden. Wir sind ja beim letzten Mal Ich nicht so bin's noch richtig einmal. weitergekommen. Hallo. Fräulein Walker? Ja, genau, wir sind die Karte. Was hatten wir denn jetzt? Hilfe? Ich fürchte, ich werde Ihre Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen müssen. Verlassen Sie uns, Fräulein Walker? Sollen wir Ihnen Ihre Koffer runtertragen? Nein, nein. Ich reise noch nicht ab. Ich bräuchte nur etwas. Ach, wir würden Ihnen nur zu gerne behilflich sein, aber stellen Sie sich vor, das Telefon klingelt, ein Fax kommt, ein Kunde betritt den Gasthof. So leid es uns tut, wir können hier nicht weg. Nicht weiter schlimm. Okay. Mission. Könnten Sie mal nachsehen, ob zufällig ein Fax für mich gekommen ist? Kann sein, und zwar so, als hätten wir das Gerät gehört. Würden Sie bitte einmal nachsehen? Aber natürlich, Fräulein Walker. Danke. Vielen Dank. Okay, wieder was zu lesen, das ist schön. Sehr geehrter Herr Alfolter. Herr Alfolter? Okay. Wie Sie wissen, wurde unsere Kanzlei von der Universal Toys Company beauftragt, die Verhandlungen bezüglich des Ankaufs der Spielzeug- und Automatenmanufaktur Vorarlberg zum Abschluss zu bringen. Soeben erfahren wir mit Bedauern, dass die derzeitige Besitzerin der Manufaktur, Frau Anna Vorarlberg, verschieden ist. Wir zweifeln nicht daran, dass Frau Vorarlberg Ihnen zu Lebzeiten die nötige Instruktion gegeben hat, die uns heute den Abschluss eines Kaufvertrags ermöglichen. Auch möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass mit der Übernahme der Manufaktur durch den amerikanischen Konzern wichtige wirtschaftliche Perspektiven für Ihre Region verbunden sind. In diesem Sinn möchten wir Sie bitten, die junge Anwältin Kate Walker, die die Interessen unseres Kunden vertritt, gebührend zu empfangen. Hochachtungsvoll, Eduard Marson. Danke. Nichts zu danken. Haben wir noch was Neues? Mission Kate Hilfe Hans. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich hier in Valladolid einen Notar namens Affolter finden kann? Wir haben hier nur einen Notar und sein Haus ist unverkennbar. Sie werden es problemlos finden. Das ist gut. Können wir da jetzt hingehen? Also man muss diese Dinge hier noch mal mehrfach durchklicken. Kannten Sie Anna vor? Ja, ziemlich. Das hatten wir schon. Ich werde mich mal ein wenig in Valladolid umsehen. Bis später. Ganz wie Sie wünschen, Fräulein Walker. Danke. Ich glaube, es hat aufgehört zu regnen, nicht wahr? Gehen wir raus. Valladolid ist bestimmt sehr schön. Oh, hallo. Oh, die Musik ist wunderbar. Die gefällt mir sehr gut. Erstmal alles genau untersuchen. Ihr wisst ja, wie es ist. Adventures und so. Man muss sich immer alles genau angucken, sonst hängt man irgendwo fest. Ich lasse sie mal ein bisschen rennen. Okay, wir können in verschiedene Richtungen. Wir müssen uns merken, dass hier das Gasthaus ist. Gehen wir erstmal ins Naheliegendste, nämlich ins Gebäude nebenan. Dahin muss ich nicht. Wir gehen nicht ins Gebäude nebenan, wir gehen hier hinten lang. Schlapp, 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 schlapp. Kann ich sie noch ein bisschen beschleunigen? Nö, das ist das Schnellste, aber ist okay für Kate. Die muss ja hier nicht die ganze Zeit rumjoggen. Was ist das für ein wunderschönes Gebäude?
Schöne Pfützen hier. Es ist ein bisschen starr, die Umgebung. Aber gut, das Spiel ist, wie gesagt, aus dem Jahre 2002, wenn ich nicht irre. Was ja nun auch schon 13 Jahre her ist. Dahin muss ich nicht. Sie muss nicht dahin. Dann gehen wir hier hin. Oh Gott, was ist passiert? Oh, da ist jemand. Okay, gehen wir hier hin. Dahin muss ich nicht. Okay, sie muss nicht dahin. Was ist das? Boulangerie und eine Patisserie. Okay, das ist nett. Dann gehen wir gleich mal gucken. Guten Tag. Ist es möglich, etwas bei Ihnen zu kaufen? Nein, das wird nicht möglich sein, gute Frau. Wir haben nicht geöffnet. Ich kann einen Moment warten. Das ist unmöglich. Habe den ganzen Tag geschlossen. Wegen der Trauer. Oh, entschuldigen Sie mich bitte. Mein herzliches Beileid. Nicht weiter schlimm. Ist wegen Frau Vorarlberg. Alle Läden sind zu. Hat der Bürgermeister so entschieden. Sie können ja morgen wiederkommen. Morgen bin ich schon wieder weg. Pech für mich. Schade. Ich habe das Gefühl, dass die Musik etwas zu laut ist. Ich möchte das kurz... einstellen. Zack. Ist immer noch so laut. Na egal, ich mische das nachher noch zusammen. Dahin muss ich nicht. Sie muss nicht dahin. Ah, ist das die Kanzlei? Dahin muss ich nicht. Sie muss ja nirgendwo hin. Wo musst du denn hin, Schätzchen? Ich gehe mal davon aus, dass in diesen großräumigen Gebilden hier nichts weiter zu tun ist. Hier ist eine... Oh, was liegt denn da? Das nehmen wir uns mit. Ich bin immer froh, wenn ich ein Krabbelhändchen habe, das, mit dem ich krabbeln kann. Man muss in Adventures immer alles krabbeln. Was ist das? Ey, Valadilen dauert... Verzeihung bitte, das war pietätlos. Valadilen trauert um seine Herzdame. In aller Stille verstarb gestern bei sich zu Hause Anna Vorarlberg im Alter von 86 Jahren. Die große Dame hat ihr Leben in den Dienst ihres Unternehmens und unserer Gemeinde gestellt. Wir alle wissen, mit wie viel Energie sie die Entwicklung ihrer Automaten vorantrieb, die noch heute der Stolz unseres Tals sind. Doch wir kannten sie auch als Frau mit Herz, deren Handeln von Großzügigkeit und Güte geprägt war. So kann es nur im Sinne aller sein, dass der Bürgermeister diesen Tag zum Kommunaltrauertag erklärt. Die Totenmesse wird heute um 10 Uhr von unserem Pfarrer in der Pfarrkirche zelebriert. Mit dem Tod Anna Vorarlbergs geht in Valladolid eine Epoche zu Ende. Die außergewöhnliche Frau, die über 50 Jahre die Manufaktur Vorarlberg leitete, hinterlässt eine große Leere, die umso schmerzhafter ist. Das aussieht, als wäre ihr Tod auch gleichzeitig der ihrer Automatenmanufaktur, die seit langem im Zentrum der wirtschaftlichen Aktivität unserer Kleinstadt steht. In die Trauer um Anna Vorarlberg mischt sich so die Sorge um die Zukunft unseres Tals. In einer Konsumgesellschaft, in der Unterhaltungselektronik, Informatik und Videospiele einen immer größeren Platz einnehmen, kann sich das traditionelle mechanische Spielzeug nur schwer behaupten. Diese jahrhundertealte Technik wird heute allgemein als unrentabel zu den Akten gelegt. Allein die Manufaktur Vorarlberg bewahrte die althergebrachte Kompetenzen und ermöglichte unserer Stadt eine produktive wirtschaftliche Aktivität. So war es bis heute. Die Zukunft zeigt sich jedoch weit weniger rosig. Oder sollte man sich über den wahrscheinlichen Aufkauf der Manufaktur durch einen amerikanischen Großkonzern freuen? Verkauft Valladolid damit nicht gleichzeitig auch seine Seele? Gelenkschmerzen, chronischer Kater, allgemeiner Erschlaffungszustand, warum noch länger leiden? Bestellen Sie gleich heute das Dr. Schweizer Heilelixier. Das schadet sicherlich nicht Umwelt. Eine Protestveranstaltung orientierte gestern die Bürgerinitiative Rettet die Almen am neuen Staudamm von Espiet. Der Organisation zufolge zerstört der Staudamm den natürlichen Lebensraum der blauen Grasmücke. Die Demonstration wurde durch das energische Eingreifen des Forstaufsehers aufgelöst. Okay... Also, so richtig begeistert ist man von unserer Arbeit hier definitiv nicht. Dahin muss ich nicht. Sie muss ja wirklich nirgendwo hin. Aber wer ist denn hier? War ich hier nicht schon mal? Das sieht alles sehr abgespaced aus hier in Valladolid, oder? Wie findet ihr das denn hier? Ich finde das sehr extravagant, möchte ich es mal nennen. Dahin muss ich nicht. Sehr extravagant, das Ganze. Aber schick. Ein schönes kleines Städtchen. Ich hätte mir fast denken können, dass du da nicht hin musst. Aber du kannst ein bisschen rennen. Das scheint der... Ist das der Friedhof vielleicht? Das Tor ist so ein typisches Friedhofstor irgendwie. Weiß auch nicht. Okay, sie geht sehr vorsichtig die Treppe hoch. Das ist sehr im Sinne des Arbeitsschutzes. Okay, scheint abgeschlossen.
Bin ich jetzt diesen ganzen Weg hier umsonst nach hinten gelandet? Hätte ich in die andere Richtung gehen sollen? Mich deucht, es ist so. Na, dann gehen wir zurück. Macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Und wie gesagt, Valadilen ist ein sehr idyllisches kleines Städtchen, das man sich sehr gerne anschaut. Das scheint aber tatsächlich so eine Art Hauptstraße hier zu sein, wie es aussieht. Denn hier gibt es ja diese Boulangerie und Patisserie. Hier gibt es viele Gebäude, aber die scheinen Wohngebäude zu sein, denn es ist nicht wirklich beschildert, der Rest. Zumindest kommt es mir so vor. Jetzt gehen wir mal in diese Richtung über dieses Brücklein dort. Sehr, sehr schick gemacht auf jeden Fall. Es gefällt mir sehr, sehr gut, dieses Spiel. Ich mag ja auch diese Retro-Grafik. Das ist ja heute schon Retro, diese Grafik. Das ist ja nichts Modernes. Aber das hat einen gewissen Charme. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Man freut sich doch immer wieder, wenn man eine so hübsche junge Dame in den Straßen unserer guten alten Stadt trifft. Setzen Sie sich doch, dann können wir ein wenig plaudern. Das täte ich wirklich gerne. Oh, doch schade. Leider habe ich keine Zeit. Ein anderes Mal vielleicht. Das hoffe ich sehr, gnädiges Fräulein. Wissen Sie, früher, da waren diese Straßen voller Leben. Damals traf man immer irgendjemanden. Ach ja, unser gutes, altes Valadilen ist nicht mehr das, was es einmal war. In der Tat, es scheint sich hier einiges verändert zu haben. Unsere Kinder haben das Tal verlassen. Irgendwie mussten sie ja ihren Lebensunterhalt verdienen. Man kann es ihnen nicht übel nehmen. Das ist der Lauf der Zeit, wissen Sie? Und auch die Manufaktur Vorarlberg bietet den jungen Leuten heute keine Perspektive mehr. Glauben Sie mir, es ist nicht einfach, fernab der Welt zu leben. Und dabei ist Valadilen so ein hübsches Dorf. Ja, man merkt doch gleich, dass Sie nicht von hier sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, mein Fräulein. Okay, merkwürdiger Kauz. Guten Tag. Möchten Sie sich... Ach. Merkwürdiger Kauz. Ja, es ist nicht allzu viel los hier, das stimmt schon. Hübsche Animation, das gefällt mir. Ich mag dieses etwas Verpixelte, wie in so einem alten Bild. Schaut nochmal, ich gehe nochmal zurück, hier schaut mal. Das sieht wirklich schön aus, ich mag das. Okay, was ist das für ein... Ist das die Kirche dort? Ich suche mal, ob ich hier... Nee, ich gehe einfach weiter. Es ist so schön, ich laufe so gern hier rum. Das ist toll. Okay. Okay. Gehen wir mal hier gucken. Auch zu? Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Ich möchte lieber erst zurückkommen, wenn das Begräbnis stattgefunden hat. Okay, wir wollen das Begräbnis nicht stören. Halt, können wir hier uns vielleicht noch kurz umschauen? Okay, können wir auch nicht. Dialognotizblockade an einer Mission. Momo. Warum konnte ich denn eigentlich mit den anderen keinen Dialog führen? Wir haben jetzt das Tageblatt, Fax 1 und 2, Werbebroschüre. Aber irgendwo muss doch das Haus von diesem Notar auch sein. Habe ich das irgendwie komplett verpasst? Ich muss den Onkel nochmal nach der Mission fragen. Denke ich. Aber sehr schön. Ich habe mich jetzt gerne hier umgeschaut, das muss ich sagen. Aber kann ich denn mit diesem Kauz hier nicht noch ein paar Worte wechseln? Geht das nicht? Ist denn, wenn ich das... Nee. Geht auch nicht. Guten Tag. Ach. Ach, wie schade. Das scheint hier die Manufaktur zu sein, wie es aussieht. Vielleicht können wir jetzt mit ihm hier reden? Über den... Guten Tag. Das ist auch sehr schön. Ein schönes kleines Gimmick. Das gefällt mir sehr. Sag mir nicht, da muss ich nicht hin. Sonst werde ich böse. Komm mal her, Onkel. Ich bin es noch einmal. Fräulein. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich... Wir haben hier nur einen Notar und sein Haus ist unverkennbar. Sie werden es problemlos finden. Ja, ich habe... Ich... Verlassen... Nein, nein. Ach. Nicht weit... Guten Tag. Aber sicher. Der junge Mann vorhin sagte etwas von einem gewissen Hans. Um wen handelt es sich? Momo sprach von Hans. Das hatten wir schon. Wirklich nett, alle diese kleinen mechanischen Roboter. Es scheint davon eine ganze Menge in Valadilen zu geben.
Sie wagen es, die Voralb... Was? Das hatten wir auch kannten schon. Kannten Sie? Ja. Ich werde nicht ganz wie... schon. Okay. Ich muss das Haus vom Notar finden. So viel steht fest. Und ich muss es erkennen. Es ist unverkennbar, sprach er. Dieses Haus ist recht unverkennbar. Aber da muss ich nicht hin. Dahin? Dann muss es hier in diese Richtung irgendwo sein. Ich habe irgendetwas übersehen, einen Spot oder ähnliches. Dieses Haus hier ist recht auffällig, wie ich finde. Die Zahnräder habe ich jetzt auch einfach so im Inventar, ne? Dein? Ich habe aber doch jedes Haus eben ausprobiert, oder? Habe ich eins übersehen? Habt ihr was gesehen? Dieses Haus ist auch recht unverkennbar. Dein muss... Mal mit ihm hier quatschen. Ich hab zu. Kommen Sie morgen wieder. Okay, mit ihm kann man nicht wirklich quatschen. Schade. Da muss ich nicht hin. Dein? Dann muss es eigentlich dieses riesige hier sein. Nur, ich konnte eben... Ah, seht ihr? Der Zeiger hat sich verändert. Ich hab's nicht bemerkt. Und wieder eine Maschine, ein